Ja, ein Unsportlicher wie ich will Sport machen? Das erkläre ich euch jetzt mal gleich mal ausführlich. Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem schönen neuen Video. Mein Name ist Max Soos und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich würde mal so sagen, 99% der Leute sehen mich eher so als Nerd, Geek oder ähnliches, der mit Sport eher weniger was am Hut hat, der kaum Sport macht, ziemlich viel ungesundes Essen isst und vieles mehr, die ganze Zeit vom PC hockt und ähnliches. Und ja, das stimmt auch, ich bin unsportlich. Ernährung ist auch ein Punkt, wo ich sage, bin auch sehr, sehr teilweise ungesund. Versuche zwar ein bisschen besser darauf zu achten, dass ich ja regelmäßig was Gesundes esse, aber das klappt leider nicht unbedingt immer. Manchmal bin ich auch ziemlich inkonsequent dann in diesen Punkten. Aber jetzt blocke ich euch mit dem Titel Ich starte mit Sport oder ähnliches. Was hat damit auf sich? Erstmal zur Historie, damit man den ganzen Kontext versteht, warum ich auch später in meinem Sportprogramm da einen bestimmten Bereich des Körpers besonders Augenmerk lege, während ich andere immer unterpriorisiere. Fangen wir an, erstmal, ich bin, sagen wir mal, nicht komplett unsportlich, also ich bin nicht fett oder ähnliches, ich bin, sagen wir mal, ziemlich dünn. Das ist auch erstaunlich. Ich esse ziemlich viel fettige, teilweise fettige Nahrung und ziemlich viel, also früher auch ziemlich viel Schokolade, aber ich wurde nicht fett. Ich bin auf meinem Standard-Dürrekörper immer so geblieben. Und bin immer halt unsportlich, also immer halt semi-sportlich, war noch nie der Sportler des Herrens gewesen, hab natürlich Schule, kein, immer halt. Ist einigermaßen Spaß gemacht, war natürlich nicht so wie die ganzen Sportkanonen oder anderen Söhne mit am Anfang. Aber ja, bin ziemlich viel in der Schulzeit mit Fahrrad gefahren. Jetzt in der Unizeit eher weniger, weil Straßenbahn ist viel zu komfortabel. Es sei denn, so ein Leihfahrrad von der Uni zurück, da kann man schön den Berg runterfahren. Das macht wirklich Spaß. Aber ansonsten habe ich eigentlich kaum Sport gemacht. Ausnahme ist bei mir medizinisch, gesundheitlichen Hintergrund. Ich habe einen Rundrücken, das bedeutet, mein Körper, also ich, mein Rücken ist nicht gerade, also ich habe da irgendwo einen Bogen drin. Also ich, manchmal bin ich wie ein Kuppel oder immer halt wie der der die Glocken läutet. Wie hieß er eine, Mann, also. Also immer diese eine Serie, der Glockner, der so ist. Das hat man gerade auch schon mal gut gesehen. Also ich habe einen Rundrücken. Das waren, glaube ich, 3 Grad bis zur OP. Also knapp, sonst hätte man mir den ganzen Rücken aufgeschnitten und hätte den dann gerade gerückt und versteift. Keine gute Angelegenheit. OP und lange Krankenaufenthalt. Also ich hatte nochmal Glück. Dann, ich hatte dann Krankengymnastik vom, glaube ich, 14. bis zum 16. Lebensjahr oder 18. Ich weiß nicht nur seit ab bis wann. Und habe dort dann immer regelmäßig Krankengymnastik gemacht. Teilweise ein bisschen was zu Hause, aber da auch eher weniger, weil das hat mich eigentlich ziemlich geärgert. Oder weil kaum, ich hatte so nicht wirklich den Sinn da verstanden. Aber ich habe inzwischen so ein paar Sachen ein bisschen re-evaluiert oder ähnliches. Und das mache ich eigentlich immer so irgendwie Mitte des Semesters, wo ich einfach mal Zeit habe, um alles nochmal ein paar Tage freizunehmen, wo ich auch einfach meine Probleme angehen kann und schauen kann, worauf muss ich mich den Fokus legen im nächsten Jahr. Und da ist halt einer der größten Punkte, neben immer halt wie guter Fortschritt im Studium, aber auch immer halt jetzt Sport und Fitness, weil mir teilweise gemerkt habe, wo ich ein bisschen Fitness gemacht habe, hat es mir den Rücken sehr, also hat es für den Rücken sehr gut getan. Deswegen setze ich mich jetzt aktiver dran und kümmere mich um meine Fitness. Das ist, wie schon gesagt, ein bisschen länger für mich schon klar.
teilweise habe ich überlegt, ob ich verschiedene Arten von Sportarten ausübe, aber das hat immer halt alles unterschiedliche Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Deswegen, bevor ich jetzt immer wirklich mit anderen Sportarten anfange, will ich jetzt erstmal gucken, dass ich mal für mich meine Fitness allgemein erstmal wieder auf die Reihe bekomme. Das kann ich relativ gut bei mir im Leben integrieren und ein bisschen anderen Sport oder auch ein bisschen anderen Sportarten wie Radfahren etc. will ich auch nebenbei unterbringen. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, wie ich das jetzt formuliere, aber die folgenden Bilder, so sehe ich aktuell aus. Und das dient jetzt einfach dazu, mich nur ein bisschen nebenbei zu motivieren, dass ich jetzt auch ernsthaft Sport mache und ein bisschen meinen Fortschritt dokumentieren kann. Also, so sehe ich aus. Ja, ich bin behaart. Ich weiß. Fangen wir jetzt erstmal an mit den Zielen. Für mich ist das die Ziele unter anderem ein sehr großer Ziel. Stärkung des Rücken für mich vor allem. Und dann ansonsten Ganzkörperfitness, also mal wie überall ein bisschen Muskelaufbau, allgemein stärker werden. Danach der Punkt ist mal Cardio und Ausdauer, also dass ich nicht wieder nach, sagen wir mal, glaube ich, 500 Meter oder so aus der Puste bin oder so. Hört sich ziemlich böse an, aber ist für mich aktuell, glaube ich, ich weiß nicht, ob es 500 Meter sind, habe ich noch nie ausprobiert, jedenfalls relativ schnell aus der Puste bin. Deswegen will ich die Ausdauer erhöhen. Und ein Punkt, wo ich ein bisschen noch schauen muss, wie ich das mache, ist kontrollierte Atmung etc. und alles Angehängte. Das ist so ein Punkt, wo ich erstmal noch hinter Klammern setze und gucke, ob ich das umsetze oder nicht. Aber ich will mich zuerst auf die drei oberen Punkte konzentrieren. Wie sieht dann jetzt erstmal mein Plan aus? Das ist also so ein Wiederholungszirkel, also wenn ich am letzten Punkt bin, fange ich dann am nächsten Tag am obersten Punkt wieder an. Ich muss noch gucken, wie das allgemein ist, so ob ich dann vielleicht auch einen weiteren Ruhetag einlegen muss. Da muss ich ein bisschen schauen und noch variieren. Also hängt das auch ein bisschen teilweise manche Punkte vom Wetter ab. Deswegen ist der erste Punkt, wo ich erstmal sage Rückenworkout, wo ich mich wirklich darauf konzentriere, auf die hintere Muskulatur und immer halt Brust- und Bauchmuskulatur, also dass ich die stärke. Das sind eine ganze Menge Übungen, die mir auch mal ziemlich, kurz gesagt, wo ich ziemlich sehr fluche. Da habe ich mehr als einmal schon, glaube ich, manchmal den ganzen Pantheon von Göttern, egal welcher Religion, durchgeflucht. Hört sich wirklich böse an, aber das ist für mich wirklich echt teilweise schmerzhaft. Oder nicht schmerzhaft, wenn man tut, aber geht nah dran. Und dann Ganzkörper-Workout. Da werde ich nach und nach mal schauen, dass ich Übungen finde. Einmal ohne Gewicht und Hanteln. Aber später auch mit Gewichten und immer handeln. Aber aktuell reicht mein einer Körper aus, damit ich ziemlich gut klarkomme, dass ich da mal Fitness mache, weil ich bin noch nicht meine Armmuskulatur. Schaut euch die an. Deswegen kann ich mich da erstmal auf meinen Körper verlassen. Ich will dann schon Punkte, die spreche ich später an, wegen Ausrüstung, aber das geht in der Richtung. Ansonsten versuche ich einen Tag dann nochmal in der Woche, wo ich dann für ungefähr eine Stunde oder meistens erstmal eine halbe Stunde joggen gehe, weil ich sonst aus der Puste bin, aber ich versuche das jetzt mal wiederholen, damit ich wieder ein bisschen Cardio verbessern kann. Und zu guter Letzt ein Ruhetag. Dann muss ich mit Ruhetag, da muss ich allgemein ein bisschen schauen, ob ich den Ruhetag auch nochmal vielleicht in die Mitte schiebe zum Beispiel. Da muss ich mal ein bisschen auch rumprobieren, experimentieren. Das sind alles Sachen, das sind Erfahrungswerte, die ich erstmal in den nächsten
Wochen feststellen muss. Für den Rückenaufbau, Muskelaufbau und ähnliches wird ja auch meistens dann immer verschiedene Arten von Nährstoffen benötigt. Sehr bekannt ist da zum Beispiel immer Protein. Und das ist für mich einfach kurz unter dem Punkt im Skript oder mit der Liste unter dem Punkt namens Supplements aufgefasst. Da trinke ich, will ich erstmal einen Proteinshake täglich trinken, einfach so ein bisschen zusätzlichen Zufluss zu generieren, weil ich auch manchmal sagen, die Ernährung komplett, sagen wir, eiweißarm bin. Komm mal, muss ich mal ein bisschen da auch gucken, dass ich da täglich was Gutes zunehme, wenn ich da täglich Sport mache. Heute mal einen sehr starken Tee. Hab mich mit einigen Freunden noch über einen Film unterhalten. Das hat deswegen ein bisschen mir den vergessen, an den Tee zu denken. Aber Supplements, erstmal fange ich einmal mit einem Proteinshake täglich an. Das waren, glaube ich, müssen wir wieder rund 25 Gramm sein, Proteinpulver. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich ja ein bisschen informiert, noch nicht. Ich bin ja kein Experte, ich bin kein Sportwissenschaftler oder ähnliches. Frag mich nicht danach. Ich mache das auf meinem Weg, versuche mich nebenbei dann noch ein bisschen besser zu informieren, aber erstmal so ein bisschen, Grundstock zu erhalten. Dann, was habe ich aktuell an Equipment, was ich verwenden werde? Das ist ganz einfach. Eine Yogamatte plus zwei Hanteln mit jeweils 1 Kilo. Mehr habe ich aktuell noch nicht, was ich dafür wirklich verwenden kann. Und das werde ich dann relativ, also dann mal in der Zukunft ein bisschen ausbauen, zum Beispiel mit verschiedenen Sachen. Aber aktuell reicht mir mein Körpergewicht noch gut aus, weil ich auch allein zum Beispiel noch keine richtigen Liegestütze kann. Deswegen kann ich mich da auch noch ein bisschen erweitern oder entwickeln. Damit man mal so ein Projekt auch ein bisschen längerfristig umsetzen kann, muss man ja auf jeden Fall auch ein paar Ziele setzen, die man auch dann in der nahen Zukunft gut erreichen kann. Für mich sind das die ersten Ziele, habe ich das mal so genannt. Die ersten Ziele sind für mich natürlich einmal den Rhythmus finden, bedeutet, dass ich den Plan vielleicht auch noch einen weiteren Ruhetag einlege oder den Ruhetag an eine andere Position setze. Aber der Fokus ist einfach dann versuchen, auch während der Vorlesungszeit oder während der Klausurenphase jetzt immer halt aktiv Sport zu machen und weil damit jetzt wieder ein bisschen den Körper gesünder zu halten. Ansonsten eine bessere Kondition zu bekommen, das ist für mich ziemlich gut, weil ich habe bei mir in der Nähe im Park eine kleine Laufweg, wo ich dann immer herjogge, wo ich dann auch immer beobachten kann, wie meine Kondition ist. Das ist für mich eigentlich meistens mal die Benchmark-Strecke. Sobald ich die wahrscheinlich ein paar Mal schaffe, kann ich mir dann halt eine große Runde suchen. Aber aktuell reicht mir die Benchmark-Strecke aus. Dann, das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, 5 anständige Liegestützen mit den Beinen, also mit den Zehen auf dem Boden. Also immer halt wirkliche Liegestütze und nicht mit Knie auf dem Boden. Das wäre für mich so ein Ziel im Sommer, würde ich mal so grob sagen. Und vielleicht ein bisschen noch, weiß nicht, wie da ich die Zeit dafür noch teilweise finde oder immer halt sonst so mache, immer halt vielleicht noch ein bisschen schwimmen gehen oder auch mal Fahrrad fahren. Einfach ein bisschen anderen Sport und Ausgleich zu haben. Dafür würde ich dann immer halt einen Sporttag dann immer halt wegfallen lassen. Wenn es ein Erholungstag ist, würde ich dann danach noch einen Erholungstag nachsetzen, zum Beispiel. Wir hatten jetzt gerade schon mal die ersten Ziele. Ich würde dann auch noch mal die fernen Ziele besprechen. Das sind einmal die Punkte erstmal allgemein gucken, was die Ernährung für mich sagt und vielleicht Ernährung auch ein bisschen verbessern und damit man das und teilweise Ernährung anpassen und optimieren. Das ist also für mich immer halt interessant, weil ich nicht so viel mag,
muss ich mal gucken, wie ich da eine gute Variation oder mal eine große Vielfalt und einen gesunden Lebensstil teilweise drin finde. Ansonsten ist einmal so der Punkt nochmal Equipment, also meine Klimmzugstange für die Tür. Aufpassen, ich bin ja gerade auch immer, ich bin ja auch 1,92, bedeutet, da muss ich mal ziemlich aufpassen, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gehe und ich gerade Gedanken bin, dass ich gegen die Klimmzugstange renne. Davor habe ich Angst. Ansonsten größeres Handelsset für verschiedene Übungen, aber das sind immer so Sachen, die ferner in der Zukunft so liegen. Wenn ihr eventuell nochmal Vorschläge habt, was ich mir so kaufen könnte, könnt ihr mir auch gerne in die Videobeschreibung, also gerne mal als Kommentar schreiben. Ich werde mir natürlich, ich glaube, eins der nervigen Ziele sind für mich nochmal mehr Proteinpulver. Das ist ja auch erstmal wieder eine Stange Geld. Deswegen, also das Equipment wird noch eine Weile dauern. Und allgemein, falls ihr dazu noch einigermaßen gute YouTuber habt, die halt auch dazu relativ vernünftigen Content machen, der auch einigermaßen wissenschaftlich fundiert ist, würde ich mal so sagen, könnt ihr mir die gerne auch einfach mal schicken, zum Beispiel mit Workouts etc. Falls ihr da mehr wisst als ich, dann würde ich mich freuen, könnte ich mich auch mal ein bisschen mehr reinlesen. Und zum Abschluss dieses schönen oder kurzen Video mit: Hey, mal wieder auf dem alten Stil und mein kleines, ich drehe mit der Kamera. Kommen wir zum Punkt. Ich werde auf keinen Fall mal Workouts oder ähnliche Art von Videos machen. Da bin ich nicht der Typ für, weil ich mich mit Sport zu wenig auskenne. Ich mich bei den meisten Übungen auch erwische, dass ich nicht versuche zu schummeln. Deswegen, da muss ich erstmal wirklich... Da werden die Sachen nicht kommen. Es kann gut sein, dass vielleicht in manchen Vlogs oder so mal ein Teil des Workouts oder so auftaucht oder irgendwo mal joggen gehen nebenbei und man das auch teilweise sieht. Aber da sollte man wenig Hoffnung drin setzen. Ansonsten werde ich vielleicht, wenn ich mal ein paar neue Sachen habe, das auch immer ein Unboxing aufnehmen und mit integrieren. Neuen Sportequipment oder so, oder vielleicht ein Update geben, aber ansonsten ist das schon mal so der erste Step in diese Richtung von Fitness. Und ich hoffe, dass ich dann immer das auch gut durchhalte, weil für mich ist immer wichtig, dass ich auch wieder meinen Körper ein bisschen guter Form bringe. Und falls ihr Anmerkungen oder ähnliches habt, egal zum Workout oder ähnliches, könntest du mir gerne als Kommentar schreiben. Ich bin da wirklich sehr über euer Feedback gespannt. Und ich hoffe, euch hat dieses Video auch nochmal gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu wahrscheinlich ein paar mehr Videos. Ich bin Max Soos, danke fürs Zuschauen und bis bald und tschüss.